Er sucht Schuhe. Jägerzelt steht schon eine Weile leer. So, das Zweifamilienhaus ist fertig. Jetzt muss noch die Kaserne fertig werden. Und die Eisenschmelze. Dann können wir nämlich von hier unten schon mal ein bisschen die Straße ziehen. Zu den wichtigsten Sachen. Also von der Goldmine zum Lager, zur Kaserne. Von der Goldschmiede hier runter auf den Hauptweg. Also auf die Hauptstraße. Hier oben müssen wir es dann gucken, wie wir es machen. Und ja, von der Kaserne halt weiter in Richtung Hauptlager. Ja, unsere Kaserne ist fertig. Bin mir zum ersten Mal so auf, dass sie schon immer so aussah. Und Eisenschmelz ist fertig. Er hat Druiden erfunden. Den Druiden erfunden. Leute im Waffenröcke, ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber ja, jetzt kannst du wieder jagen gehen. Weil die Wolle ist verarbeitet. Ich versuche so 15 Bögen hinzukriegen. Haben wir und 15 Fernkämpfer, 20 Nahkämpfer. Damit wir eine ordentliche Truppe haben, weil ich habe nicht mehr im Kopf, wie stark die Mayas hier vertreten waren. Ach so, du holst Öl, okay. Ja, in den meisten Häusern brennt mittlerweile die Ölschale. Okay, unsere Bauarbeiter haben scheinbar nichts zu tun. Also fangen wir mit Straßen an. Wie gesagt, erstmal nur das Rudimentärste. So ungefähr. Und hier oben hinterm Wegweiser lang. So, mehr können wir gerade nicht bauen an der Straße, weil wir nicht mehr Dinger platzieren können.
So. Sollte jetzt die Straße gewesen sein. Ja, wir müssen halt warten, bis du hier dein Level up hast. Mein Fischerzelt steht auch immer noch da in der Gegend rum. Du kriegst dann schon mal einen Jungen, der uns dann die Schmiedearbeiten machen wird. Ah, es ist doch schön zu sehen, wie eine Straße langsam Form annimmt. Oh, so ist sie auch hier unten. So, jetzt kommt die große Preisfrage. Rüstungsschmiede, okay. Und Schwertschmiede, okay. Und Werkzeugschmiede, okay. Bisschen eng, aber es reicht. Ja, genau. Baum mittendrin, Stück Straße. Du kannst trainiert werden. Wird gut Eisen produziert. Und ja, Stein wird sehr viel schneller weniger bei uns. Ja, mein Bogenmacher muss auch beten. Wäre lustig, wenn der Druide auch beten müsste. Ach, du kannst jetzt erstmal wieder Pilze sammeln gehen. Oh, da oben sind jede Menge Pilze. Ja, wie? Ja, wie?
Sven ist ein Idiot. Sven geht gleich drauf. Sven ist tot. Scheiße. Okay. Sven wird ersetzt. Tja. In Gedenken an Sven, der zu blöd ist, Holz zu holen. Tja. Müssen wir Sven eben ersetzen. Ja, Sven ist tot. Dumm, die dumm, die dumm. Und Sven ist wieder da. So, noch 5-mal Bögen herstellen, bitte. Harald ist erwachsen. Ja. Eisenschmelzer. So, du hast Eisenschmelze erfunden. Ja. Das heißt, du arbeitest als erstes als Waffenschmied. Tja. Warum auch immer, immer ständig so eine Scheiße passieren muss, dass sie da rauslaufen. So, du hast ja hoffentlich dein Zeug da oben. Ja, genau, gut. Du gehst gar nicht mal da raus. Na, die Straße nimmt langsam schön Form an. Wir werden darauf warten müssen, dass der neue Sven erwachsen wird.
Aber ja, ich bin froh, dass sonst überall alles läuft. Oh, was macht's Geschirr? Ah. Das könnte echt besser aussehen, das Geschirr.